Konnichiwa, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück. Mein Herr, kann ich euch helfen? Zu Ghost of Tsushima. Nein, du kannst uns nicht helfen, wir suchen Norio. Der muss ja hier irgendwo sein, ne? Ist das sogar hier die Norio-Mission? Ich weiß es nicht. Mal schauen. Ich suche nach Norio. Ja, stimmt. Wo ist er? Er brachte die Asche seines Bruders auf einen Friedhof. In den Hügeln im Süden. Ich suche dort nach ihm. Vielen Dank. Die dreifache Welt. Meter. Boah. Da machen wir lieber mal eine Schnellreise. Weil wir haben ja nicht so viel Zeit, ne? Ich weiß, wir sind gerade mal bei einer Minute, aber wir haben nicht so viel Zeit. Ich werde noch ein bisschen was anderes erledigen. So, Pferd. Heißt jetzt Pferd. Heißt nicht mehr Kage. Heißt jetzt Pferd. Weil Kage ja verstümmelt wurde. Also erschossen wurde. Nicht verstümmelt, erschossen. Auf der Flucht haben die Samurai des Onkels unser Pferd erschossen. Ob wir uns dafür revanchieren können, weiß ich nicht. Enjos Urne. Er war lieber im Freien als in der Pagode des Zedern-Tempels. Das glaube ich. Der Mongole, den ihr sucht. Hachu. Habt ihr ihn schon? Er ist nicht weit weg von hier. Norio. Der Zedern-Tempel braucht jetzt eure Führung. Das geht vor. Rache ist nicht die erste Pflicht eines Mönchs. Bevor ich ein Mönch wurde, war ich ein Bruder. Tut das nicht allein. Lasst mich helfen. Wenn ihr es wünscht. Ja, na klar, darum sind wir doch hier. Wo finden wir ihn? Fort Shoni. Seid ihr sicher, dass er verantwortlich ist? Finde ich ihn, wird er um einen schnellen Tod entsetzt. Und niemand wird ihn hören. Wäre es umgekehrt, würde Enjo meiner Meinung nach keine Rache suchen. Wäre es umgekehrt, wäre ich tot und der Wächter am Leben. Tsushima wäre besser dran. Geht zurück zum Zedern-Tempel. Lasst mich das übernehmen. Ich lasse mir das nicht ausreden. Ihr sollt nicht werden wie... Wie wer? Ihr? Wie all die anderen, die dieser Krieg geprägt hat. Dafür ist es viel zu spät, mein Herr. Von da unten aus kann man das vorgut sehen. Bei der Suche nach Hachu habe ich angewandt, was ihr mich lehrtet. Wie sieht er aus? Wie jeder andere mordende, ehrenlose Mongolenhund. Ihr habt womöglich nur eine Chance. Ich erkenne ihn, wenn ich ihn sehe. Schlagt zu, ohne zu zögern, sobald ihr Sicht auf ihn habt. Hunde, macht, dass ihr da wegkommt! Norio! Bitte, wir waren bloß hungrig. Verschont uns! Wir verschwinden! Norio, sie waren keine Gefahr. Mag sein. Jetzt definitiv nicht mehr. Sie hätten es besser wissen sollen. Rückt vor und erreicht das Nirvana. Rückzug führt in die Hölle. Von wem ist das? Ein Gebet, das Enjo in die Naginata gravierte. Nach seiner Rettung des Kushi-Tempels vor Banditen. Als er zum Wächter wurde. Er litt mehr, als wir beide ahnen können. Doch er hielt durch, um euch zu sehen. Wisst ihr, was seine letzten Worte an mich waren? Ich lag falsch. Womit denn? Werde ich nie erfahren. Hachus letzte Worte werden Schreie des Schmerzes. Wir sollten uns ausruhen, Norio. Für morgen. Ihr habt recht, mein Herr. Ich sammle meine Kräfte für Hachu. Norio. Na, oh, ist der abgehauen? Wirst du doch alleine machen? Flammen. Was hat Norio getan? Ach, Mann.
Kann doch nicht sein. Ist er da alleine reinspaziert? Mit der Naginata? Mein Herr! Hilfe! Bitte! Er ist verrückt! Was ist passiert? Norio, als ich ihn zuerst sah, dachte ich, meine Gebete wurden erhört. Doch. Geh zum Zedern-Tempel. Ich mach das schon. So. Alter. Bei Amida, Buddha. Wer war das? Norio. Er ist verrückt geworden. Okay. Alter, der Norio, der räumt ja richtig auf. Du hast nicht den Mut, es zu tun. Brennt! Brennt für eure Untaten! Schlechter! Alter Schwede! Ihr sagtet eins, ihr würdet nie euer Naginata im Hass schwingen. Ich tat, was der Geist tun würde. Und jetzt ist Hachu tot. Ich gehe nicht wieder zum Zedern-Tempel. Nicht nach all dem hier. Wohin geht ihr? Das ist egal. Er lebte noch, als ich das Holz ansteckte. Als er schrie, erfüllte es mich mit Freude. Und ich würde es wieder tun. Ich bin nicht länger Mönch. Ihr dürft nicht aufgeben. Wir alle bereuen etwas und haben Versprechen gebrochen. Aber diese Insel braucht euch. Den letzten Mönch des Zedern-Tempels. Ich kann nicht sein, wer ich einst war. Vor all dem hier. Das müsst ihr auch nicht mehr werden. Ihr sollt einfach nur nicht aufgeben. Blickt nach vorne. Danke, Jin. Wir sehen uns beim Zedern-Tempel. Okay, diesmal mussten wir ja nicht mal einen Finger krumm machen. Norio hat hier... Der Typ ist wahnsinnig. Hopp. Artefakt der Mongolen nehmen wir natürlich mit. Norio das schon mal organisiert hat hier. Vorräte können wir auch noch mal einsacken, aber ich habe jetzt auch keine Muse, jetzt hier noch mal überall rumzurennen und alles zu durchsuchen. Sondern wir werden jetzt Gen Ishikawa düsen. Genau, zu dem da. Mal schauen, was wir noch verbessern können an unserer Ausrüstung. Dann werden wir Tomoe jagen, uns Tomoe stellen, beziehungsweise Ishikawa wird sich Tomoe stellen. Und dann haben wir alles, um den Kotun-Kan endgültig Sakai, zu besiegen. Wir müssen reden. Na dann, leg los. In eurem Alter nannten mich die Leute den nächsten Tadayori Nagao. Ihr seid der beste Schütze aller Zeiten. Nicht mal annähernd. Aber ich bin sehr gut. Ich bin dankbar für alles, was ihr mich lehrtet. Ich widmete mich meinen Studien und hatte nie Zeit für Familie. Tomoe war meine Erbin. Ihre Taten. Ich konnte ihr nicht vergeben. Niemand hätte das. Ich widmete mein Leben dem Bogen. Das Leben, das er mir gab, war bemerkenswert. Doch das Leben, das er mir nahm. Familie ist viel wichtiger. Sensei. Werdet nicht wie ich. Lasst euch nicht vom Geist verzehren. Hey,
Tomoe ist irgendwo in Kamiyagata. Ein letzter Versuch, die Mongolen zu sammeln und ihren Ruf zu retten. Ist sie dort, finden wir sie. Und beenden es. Ja, werden wir. Okay. Das da? Tatsächlich, da müssen wir hin. Gut. Machen wir doch glatt. Schauen, ob wir schneller dort sind als Ishikawa. Bin gespannt. So. 120 Meter, 100 Meter, 90, 80. Hier durch die schneebedeckten Hügel. Da oben, wo der weiße Rauch aufsteigt. Ja? Ishikawa schon wieder alleine angefangen. So, na komm. Komm, Jin, komm. Zieh, Junge. Was ist das dort? Mongolenkonvoi. Eliminiert. Von wem? Ishikawa. Brandpfeile? Ishikawa war das, denke ich mal. Haben alle Pfeile im Rücken. Vermutlich ein Hinterhalt. Oder hat Tomoe die Seite gewechselt? Man weiß es halt so schlecht bei dem Spiel, ne? Da ist noch ein Hinweis. Japanische Pfeile. Fürst Shimuras Männer? Das waren japanische Schützen. Wohl eine Gruppe. Außer Sensei Ishikawa war hier. Bitte, verzeiht, mein Herr. Schleicht euch lieber nicht an mich heran. Gehört ihr zu dem Mann, der die Mongolen tötete? Er war ein Samurai, aber älter. Bogenschütze. Sensei Ishikawa. Wo ist er? Er sagte, er wolle in ein oder zwei Tagen wieder zu mir kommen. Wieso zu euch? Ich habe Essen, ein Feuer. Was immer er vorhatte, es schien dringend. Womöglich ist der Tomoe auf der Spur. Wo ist euer Haus? Nicht weit. Doch ein Sturm zieht auf. Und ich muss nach meinen Fallen sehen. Danach bringe ich euch hin. Gut, ich komme mit euch. Wie ist euer Name? Matsu, mein Herr. Vorübergehende Freundschaft? Heißt das, dass die Freundschaft schnell vorübergeht oder dass sie von kurzer Dauer ist, aber bestehen bleibt? Was genau hat Sensei Ishikawa zu euch gesagt? Nichts weiter, mein Herr. Er war nicht gerade freundlich. Das klingt nach ihm. Ich sprach noch nie mit einem echten Samurai. Der Krieg sorgt für unerwartete Treffen. Dürfte ich euch eine sehr gute Frage stellen? Überlegt sie euch gut. Wie ist es, die Macht über Leben und Tod in den Händen zu halten? Es ist eine schwere Bürde. Aber eigentlich genießt ihr es. Nur ein Monster würde das genießen. Diese Antwort hatte ich nicht erwartet. Tja. Dort! Eine meiner Fallen. Seht schnell nach. Ich will Ishikawa nicht verpassen. Lenkt die uns nur ab? Hat die was mit Tomoe zu tun? Ich vertraue ja keinem mehr. Verdammt. Lea. Ich muss sie neu stellen. Beim Jagen hättet ihr mehr Glück. Das könnte ich nicht. Zu brutal. Vielleicht ein anderer Köder. Mein Köder ist immer derselbe. Was benutzt ihr? Die Illusion einer Chance. Da liegt das Problem. Das klappt nur bei Männern. Hier lang, mein Herr. Das Überleben hier oben ist schwer. Das ist es überall. Ich floh nordwärts, als die Mongolen kamen. Allein? Meine Eltern starben, als ich ein Kind war. Seitdem bin ich allein. Eure Familie muss sehr wichtig sein. Mein Onkel ist Fürst Shimura. Wartet! Die Leute erzählen von euch.
Ihr seid der Geist. Doch ihr seid nicht 10 Shaku groß und habt Dämonenaugen. Nein, aber die Geschichten machen dem Feind Angst. Das ist alles? Nur Gerüchte und Übertreibung? Ich musste in diesem Krieg Dinge tun, die ich früher missbilligt hätte. Wie wir alle. Na komm, bring uns zur nächsten Falle mal zu. Ich meine, es ist schön, hier spazieren zu gehen, aber wir haben was zu tun. Wir müssen den Krieg beenden. Was ist denn das da vorne? Ein Lager? Mongolen? Seht! Sie stehlen meinen Fang. Vertreibt sie, mein Herr. Bitte! Warte. Ja, geht los. Sie leiden Hunger. Hey! Hey! Bitte tut uns nichts, mein Herr! Das gehört euch nicht. Es tut uns leid. Es ist nur ein Eichhörnchen. Wir haben tagelang nur Gras und Baumrinde gegessen. Nehmt es und geht. Hab Dank, mein Herr. Sie sind entkommen. Mit dem Abendessen. Sie waren am Verhungern. Und keine Bedrohung. Klingt nicht nach dem Geist aus den Geschichten. Nicht alle Erzählungen über mich sind wahr. Der Schneesturm erreicht uns gleich. Wie viele Fallen fehlen noch? Nur noch eine. Aber die ist weiter weg. Tja, das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Komm mal zu. Geh mal zu. Niemand wird glauben, dass ich euch getroffen habe. Wie ist es, der Geist zu sein? Es ist nicht leicht. Doch so gefällt es mir. Keine Zweifel oder Reue. Doch, aber ich tue, was nötig ist, um die Invasoren zu vertreiben. Wir sollten bald zurückgehen. Ich möchte Sensei Ishikawa nicht verpassen. Die letzte Falle ist nicht mehr weit, mein Herr. Oh, echt jetzt? Da hinten? Welches Tier soll hierher gehen? Da sind wir. Hoffentlich müssen wir nicht hungern. Nö, ist was drin. Seht nur! Abendessen! Habt ihr etwas? Vielleicht können wir doch noch zivilisiert speisen. Was ist dort? Das Festland. Keine Mongolen, kein Krieg. Dort könnte ich neu beginnen. Wenn ihr es zum Festland schafft, was dann? In Kyoto eröffne ich ein Gasthaus. Lerne Shamisen zu spielen. Und empfange Tag für Tag die allerschönsten Männer und Frauen. Und meine Diener rauben sie heimlich aus. Klingt nach Ärger für Kyoto. Es schneit heftiger. Wir sollten gehen. Vielleicht wartet euer Sensei auf uns. Haltet mich für bekloppt. Ich vertraue ihr irgendwie nicht. So liebherzig wie sie ist. Entweder stirbt sie oder sie verrät uns. Eins von beiden. Aber das hat das Spiel aus mir gemacht. Ne? Noch dichter und wir müssen uns ein Pferd teilen. Wie bitte? Vergesst es. Reitet weiter. Da hängt doch schon wieder jemand, hä? Ibai. Region Ibai. Kann ja nicht sein, dass wir in dieser Folge nicht einen Finger krumm machen. Mein Herr! Mongolen! Ja. Zeig mir, was ihr könnt! Ja. Ich knöpfe sie mir vor. Bleib zurück. Matsu, versteck dich. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Die Geschichten über euch wundern mich nicht. Wo ist euer Haus? Nicht mehr weit. Pferd? Da bist du wieder. Kleiner Angsthase, hä?
Was denn? Hast du uns wieder was zu erzählen, Matsu? Wo will sie hin? Hier. Ach, hier oben. Okay. Schöne Hütte. Da sind wir. Gehen wir hinein. Also nicht schlecht lebt man hier. Ihr wirkt zu gütig für den Geist, doch. Wie ihr die Mongolen getötet habt. Ich tue, was ich muss für Tsushima. Die Wahrheit ist, wir sind beide Überlebende. Wir tragen Dunkelheit in uns. Wäre dem nicht so, wären wir tot. Sensei Ishikawa sagte etwas Ähnliches. Doch aus eurem Mund klingt es aufrichtiger. Tomoe. Ich wusste es. Ishikawa sagte stets, ich unterschätze meine Gegner. Ich habe keinen Pfeil im Rücken. Wieso nicht? Die Mongolen wandten sich gegen mich. Weil ihr sie lehrtet, unser Volk abzuschlachten. Ein Fehler, den ich beheben wollte. Ich kann nicht alle meine Schützen töten. Nicht allein. Ihr braucht mich. Und den Sensei. Doch wir brauchen euch nicht. Ich kenne ihr nächstes Angriffsziel. Wir können ihn auflauern. Ihr bekommt einen Sieg. Ich meine Rache. Ich bespreche es mit Sensei Ishikawa. Jin. Ihr könnt hier übernachten. Nein, Tomoe. Gottes Willen. Kann ich nicht. Nachher haben wir ein Messer in der Brust stecken. So weit kommt's noch. So, Tomoe, guck mal hier, wir nehmen dir mal alles weg, was du hast. Zack. Sensei Ishikawa, ey, echt am Trauern, am Verzweifeln. Und die sitzt hier und bittet uns um Hilfe. Was ist denn mit der, ey? So, ab zu Ishikawa. Das müssen wir dem erzählen. Das ist die Mission, ne? Genau. So. Rüstungsschmieden und Geschenkaltar. Bevor wir mit Ishikawa reden. Weiche den Fegeangriff eines Speerkämpfers mit einem Sprung aus. Okay. Gut zu wissen. Das erfordert richtiges Timing, ne? So, erstmal Geschenke einsacken. Ich musste den Kopf Nasubas Zorn. Babas. Nasubabas Zorn, okay. Dann, der Schwertschmied hat nix, ne? Was denn der Schwertschmied? Das ist nur der Bogenmacher. Was zur Rüstungsschmieden? Da ist der Schwertschmied. Nein, der hat nichts. Morgen! So. Jana, aber sowas von. Drohnenkleidung und Tracht des Reisenden sind die einzigen, die wir noch verstärken können. Daran wird euer Gegner verzweifeln. Okay. Freue ich mich drauf. Ihr habt meinen Dank. Nein, die wollte ich nicht anziehen. Ach. Maske passt ja noch. Rüstung des mongolischen Kommandanten. Sakai-Clan-Rüstung. Da ist er. Gibt sie noch veredelt? Die, genau. So. Ab zu Ishikawa. Sakai. Sakai. Gibt es Neues? So in der Art. Ich sprach mit Tomoe. Sie versteckt sich im Norden. Die Mongolen sind jetzt gegen sie. Wenn ihr sie gesehen habt, warum lebt sie dann noch? Ihre Schützen bereiten einen Großangriff vor. Sie will, dass wir drei sie ausschalten. Oder sie will mit unseren Köpfen wieder zurück zu den Mongolen. Sie hätte mich töten können, Sensei, aber hat es nicht.
Es hat mir bisher nur geschadet, Tomoe zu vertrauen. Ich vertraue ihr nicht. Aber wir brauchen ihr Wissen. Und sie braucht unsere Hilfe. Dann ist sie ein Narr. Und wir beenden es. Vorübergehende Freundschaft. Das ist quasi der Deal, den uns Tomoe anbietet. Eine vorübergehende Freundschaft. Aber so dumm sind wir nicht. Denke ich mal. Also Ishikawa wird es definitiv nicht sein. Sie versteckt sich im Norden. Da? Nee. Wo ist denn der Ishikawa hin jetzt? Die letzte Ruhe. 5,1 Kilometer. Alter Verwalter. Okay, na, nützt ja nix. Nützt ja nix. So, jetzt sind es nur noch 190 Meter. Und wir sind wieder... Ach, raus aus der Kälte. Rein in den Frühling. Sehr schön. Das ist allerdings die letzte Mission, ausgerechnet jetzt hier wieder. In der Bucht von Umugi stattfindet. Irritiert mich zunehmend. Warum bis in den Norden flüchten? Die letzte Mission hier, naja, in der Mitte stattfindet. Das sah gerade aus wie ein Mongolen-Artefakt. Okay. Ishikawa. Habt ihr von Tomoe gehört? Wir drei werden uns treffen. Dann verrät sie, wo und wann ihre Schützen angreifen wollen. Wird sie uns die Wahrheit sagen? Wir werden sehen. Und Sakai, wir dürfen uns keinen Fehler erlauben. Ich bin vorbereitet, Sensei. Gehen wir. Die letzte Ruhe. Wo wollen wir hin? Nördlich der Umugi-Bucht. Sie will uns in einer alten Spielhölle treffen. Eine gute Stelle für einen Hinterhalt. Wir sind im Vorteil. Die Mongolen haben sie verraten. Sie ist verzweifelt. Verzweifelte Feinde sind gefährlich. Denn sie sind unberechenbar. Tomoe hat zwei Möglichkeiten. Mit uns arbeiten oder uns verraten. Ihr habt sie kennengelernt. Was denkt ihr? Sie griff mich in Yogaku nicht an. Vielleicht ein Trick, um euch in Sicherheit zu wiegen. Wir rechnen mit Verrat. Wenn sie uns nicht hereinlegt, hören wir sie an. Und wenn der Angriff stattfindet, kooperieren wir. Danach kümmern wir uns um sie. Sie hat ihr Volk verraten. Dafür wird sie büßen. Ja, richtig. So, kann auch sein, dass sie uns reinlegt, ne? Jetzt und in eine Falle lockt. Was sagt ihr ihr, wenn ihr sie seht? Ich habe Tomoe nichts zu sagen. Ihr wollt keine Antworten? Seit sie überlief, hattet ihr keinen Kontakt mehr. Als sie mich verriet, nahm sie sich jede Chance auf Gespräche. Wir nähern uns. Augen auf. Augen sind auf. Sensei. Wir gehen zu Fuß weiter. Schleiche dich an die Spielhölle heran. Kopf runter. Hier könnten sich Schützen verbergen. Das ist doch dieses Wirtshaus, wo wir schon mal drin waren, ne? Dieses versteckte Wirtshaus. Das ist die Spielhölle. Keine Mongolen. Soweit wir das sehen. Halt, stopp. Die Erhöhung dort rechts. Ich gehe da in Position. Okay. Und hier? Sensei Ishikawa! Jin! Wenn ich euch töten wollte, wärt ihr bereits tot. Verdammt. Hierüber. Ihr solltet hier warten. Auf keinen Fall. Bleibt wachsam. Warte. Ach, Pfeile sind voll, okay.
Sensei? Jin? Matsu? Noch immer so selbstsicher. Das musstet ihr mir nie beibringen. Eure Schützen planen einen Angriff. Wo und wann? Umugi-Bucht. Und schon unterwegs. Wieso so offen? Der Khan hat mich betrogen. Ich nehme ihm meine Schützen. Und wenn wir sie nicht aufhalten, löschen sie die Umugi-Bucht aus. Ich glaube euch nicht. Tut nichts. Und seht, was geschieht. Verdammt! Sie sind mir gefolgt! Verflucht, Tomoe! Das ist eine Falle. So. Braucht gar nicht weiter rennen. Sehen die aus wie meine Freunde? Okay. Volle Konzentration hier wieder beim Rob. Schreist du mich nochmal an? So, Ishikawa. So, mein kleiner Freund. Was ist denn hier noch? Oh. Pfeile habe ich immer noch voll. Das war keine Falle. Sicher? Tomoe? Matsu? Wie auch immer? Sie hat auch gegen die Mongolen gekämpft, Sensei. Um uns zu täuschen und in Sicherheit zu wiegen. Wenn ich euch mit einem Pfeil durchbohren will, könnt ihr mich nicht aufhalten. Genug. Die Umugi-Bucht könnte in Gefahr sein. Wir müssen los. Gut. Doch wenn Tomoe nur falsch atmet, landet sie im Dreck. Ihr zwei. Hier lang. Um Mugiburg zu retten, löscht eure Untaten nicht aus, Tomoe. Sie zwangen mich, den Weg des Bogens zu lehren. Zwangen sie euch auch, die Euren in Fort Nakayama zu töten? Sie wurden gefoltert. Ich schenkte ihnen den Gnadentod. Und die Mongolen verschonten mich. Ich entschuldige mich nicht fürs Überleben. Mhm. Da hinten waren Reiter. Patrouille. Ich hab sie. Ich hab sie. So. Lass es. Oh Mann. So, bin wieder da. Wie kommen wir am besten zur Küste? Sucht man uns auf den Weg zur Umugi-Bucht, werden die Schützen alarmiert. Stimmt. Wir sollten die Straße meiden. Hier über dieses Feld. Na dann los, hopp. Wie fandet ihr mein Lager in Akashima? Eure Leute griffen mich an. Wir verfolgten sie. Sie hatten Befehle, euch beide zu meiden. Ich wollte ein Dutzend weitere Lager. Gut, dass sie eure Befehle ignorierten. Ich verlor die Kontrolle. Als wir Kushi erreichten, hatte ich nichts mehr zu sagen. Da sind noch mehr. Ach, Mann. Viel mehr. Ach. Danke, Sensei Ishikawa. Dort können wir ausruhen, ungesehen.
Tomoe, in Kushi verlort ihr die Kontrolle über die Mongolen, doch eine Frau sah euch dort mit ihnen. Ihr habt sie lebendig verbrannt. Das bin ich nicht gewesen. Nicht mit eurem Bogen, doch ihr lehrtet ihre Mörder. Meistens brachte ich sie dazu, Leben zu verschonen, statt zu nehmen. Was soll ich suchen? Achso, suche Schutz. Hier soll ich Schutz suchen, okay. Da, genau dazwischen. Machen wir doch. Hier rüber, runter. Die Mongolen bieten alles auf. Sie sind hinter mir her. Ich dachte, sie wären weg. Und das erwähnt ihr erst jetzt? Besser jetzt als nie. Wartet hier bis zur Nacht. Wir nutzen die Dunkelheit zu unserem Vorteil. Verschonen Sie die Bucht bis dahin? Nein. Sie bringen Schützen in Stellung, damit niemand heraus kann. Und planen ihr Gemetzel. Ruht euch aus. Ich halte Wache. Oh Mist. Weiß nicht, ob wir die Bucht retten können. Tomoe, Alter. Ihr geht voran. Der Sensei und ich folgen. Wollt ihr mir in den Rücken fallen? Entdecken euch die Mongolen, verschwinden wir und töten sie. Gehen Bleibt wir. In der Nähe. Lasst sie nicht aus den Augen, Sakai. In Ordnung, Sensei. Gut. Lasst sich nicht von den Mongolen entdecken. Mongolenspeer voraus. Jin, einer für euch und einer für mich. Okay. War's gut so? Bleibe bei Ishikawa und Tomoe. Versteckt euch! Oh Gott, sind das viele. Tahoro, Nate! Busatten! Keine Ahnung. Keine Ahnung, was die wollen. Auf euer Zeichen, Sakai. Nicht verfehlen, Sensei. Ein Pfeil, ein Tod. Ihr habt den letzten mit dem kreisender Falkeschuss erlegt, Sensei. Das habt ihr gesehen? Eure Technik ist auch neu. Ich nehme die rechte Hand runter, wenn man dann loslässt. Wie interessant. Okay, da drüben sind mehr. Wir machen also eine kleine Bogenschützen-Exkursion. Niemand hat gesagt, das würde leicht. Kämpfen wir hier, werden die Schützen alarmiert. Dann greifen sie an, bevor wir an der Bucht sind. Zu hohes Risiko. Was denkt ihr, Sakai? Folgt mir. Nicht zurückfallen. Finde einen Weg durchs Moor. Okay. Der darf uns nicht sehen dort. Ist es immer noch, lasst sich nicht von den Mongolen entdecken? Okay, Freunde. So. Ja, ich wurde gesehen. Ja, ist ja gut. Weil er das Attentat nicht gemacht hat. Ach. Okay, der steht schon dort, wo er stehen soll eigentlich. So. Kann man eigentlich nicht ganz weit außen rumlaufen? Warum geht das nicht? Die da oben sehen mich doch bestimmt, oder?
Ich weiß es nicht, so riskant. Chiharu! So, der hat nichts gehört. Okay. Ich hoffe, die bleiben hinter mir. Ja, das haben wir alles von Yuna gelernt hier. So, jetzt nur noch du, mein kleiner Freund. Und schon sind wir an Fürstin Sanjos Brücke. Mal das Gras hier nutzen. Also, wir kommen doch dort niemals rein, oder? Never. Ah, geschafft. Oh, Gott sei Dank. Meine Schützen. Greifen wir an. Ziehen Sie sich in die Stadt zurück. Und verteidigen sich dort. Unschuldige werden sterben. Seht ihr die Fässer auf den Wagen? Ich schleiche mich an. Ein Brandpfeil. Wenn ihr schießt, schnappen sie euch. Wenn ihr zwischen den Bäumen bleibt. Verfehle ich sie. Ich muss näher heran. Wieder gut machen, was ich angerichtet habe. Geht. Ihr vertraut ihr? Ich vertraue ihrem Rachedurst. Na dann. Deswegen war sie uns immer einen Schritt voraus. Ihr habt sie viel gelehrt, Sensei. Ich weiß. Bereit machen. Jetzt! So. Schon versorgt. Okay. So viel zu euch. Okay. Ich lasse keinen am Leben. Das waren dann alle. Sehr gut. Sprich mit Ishikawa. Ich denke mal, Tomoe wurde geschnappt. Vermute ich mal. Nicht schlecht, Sakai. Danke. Wo ist Tomoe? Weiß nicht. Ist sie verletzt? Tomoe! Gegen Ende des Kampfes stand sie bei dem Torbogen dort drüben. Er führt direkt zur Omugi-Bucht. Wenn sich Mongolen dorthin zurückgezogen haben... Hat sie gewiss gejagt. Okay, doch noch nicht vorbei. Der Tod von Tomoes Schützen macht ihre Verbrechen nicht ungeschehen. Aber sie hat Rache genommen. Ist das alles? Sie hat mit uns gekämpft. Das ist von Bedeutung, sobald der Feind besiegt wurde. Vergesst die Mongolen. Was will sie in der Omugi-Bucht? Hier gibt es nichts außer Diebe, Meuchelmörder. Verdammt. Und Schmuggler. Sie will mit einem Boot von der Insel. Tomoe will also abhauen. Hier da! Ja, mein Herr? Ist hier eine Frau vorbeigekommen? Eine Kriegerin. Sie wollte zum Strand. Hier lang! Na dann. Tomoe hat uns zum Narren gehalten. Sie half, die Omugi-Bucht zu retten. Die Mongolen waren hinter ihr her. Wir gaben ihr eine Möglichkeit, die Insel sicher zu verlassen. Wir liegen immer einen Schritt zurück. Aber noch können wir sie aufhalten. Ich musste gerade schauen, wo es lang geht. Okay, Tomoe, du bleibst schön hier und stehst für deine Taten gerade. Wie alle anderen auch.
Ishikawa. Tu es nicht. Sensei Ishikawa, wir haben einander scharf verurteilt. Doch der Buddha lehrt uns, dass unsere größten Feinde die besten Lehrer sein können. Ich bin dankbar für eure Lehren und dass ich an eurer Seite kämpfen durfte. Ein letztes Mal. Ich war eure Schülerin. Ich wäre eure Tochter geworden. Doch der Weg des Bogens liegt nun hinter mir. Was liegt voraus? Ich bin wie ein Pfeil, schnelle durch die Luft. Wer weiß, wo der Wind mich hinträgt. Es ist vorbei. Vielleicht erreicht sie Kyoto doch noch. Wäre sie jemand anderes, hielte ich es für unmöglich. Wir müssen einen Krieg beenden, eine Heimat aufbauen. Ich habe keine Lehren mehr für dieses Leben, außer eine. Versprecht mir, meine Fehler nicht nochmal zu machen. Versprochen, Sensei. Familie ist das Wichtigste. Die letzte Ruhe. Du fährst eine helfende Schwerthand. Der Unbeugsame. Talisman der Präzision. Tomois zerstörte Maske. Mitternachtshai. Sie kommt schon zurecht. Na klar. Ist auch ein toughes Mädel, ne? Apropos toughes Mädel, wir haben alles. Leute, wir haben alles. In der nächsten Folge schnappen wir uns den Kahn. Den Kotun Kahn. Dann ist es endlich soweit. Dann kann uns keiner mehr aufhalten. Also, ne? Sozusagen. Ich weiß noch nicht, was es hier mit auf sich hat. Izumi müsste man vielleicht auch noch befreien. Ein Sturm zieht auf. Wir reisen mal zum Tempel. Oh, freue mich drauf, Leute. Freue mich drauf. Ja. Wieder so eine lange Folge, ey. Tut mir echt leid. Aber nebenbei ist ja auch schon wieder Assassin's Creed angelaufen. Habt ihr bestimmt schon gesehen. Hab mich tierisch gefreut, als es endlich losging. Wirklich noch spielen. So, ja, wie gesagt, Freunde. Ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen schauen, ob wir noch irgendwas machen können. Es gibt noch ein Geschenk, ja. Geschenk gibt's noch. 100 Vorräte nochmal gesammelt. Und nächsten Folge geht's dann los mit Sturm auf die Burg. Dran geblieben, reingehauen, liebe Grüße, eurer.